Wir fahren nach Süden in den Sonnenuntergang. Das spricht nicht gerade für unsere Orientierung. Ziel ist Sizilien, dort spricht man Italienisch. Das spricht hier keiner, doch wir haben eine App. Spontane Urlaube sind toll, das Auto alt und viel zu voll. Es ist eng und wir zu viert, die Fenster klemmen und selbstverständlich ist hier nichts klimatisiert. Im Ford Fiesta von meiner Schwester bis zum Meer ein gutes Stück und danach hoffentlich zurück. Im Ford Fiesta Schwester, es läuft hier nonstop Bravo Hits, weil keiner mehr CDs besitzt. Im Ford Fiesta, im Ford Fiesta. Die erste Raste auf der Autobahn ist unsere. Das liegt daran, dass wir Kühlwasser verlieren. Das ist kein Rost. Der Wagen hat Patina. Das ist Latein und das bedeutet Rost. 2 Stunden Parkplatz, kurz gepennt. Toilette kostet 70 Cent. Kapitalismus nervt extrem. Deswegen wird jetzt wild gepinkelt gegen das System. Im Ford Fiesta von meiner Schwester. Granini-Flasche aufgemacht, lecker frischer Apfelsaft. Im Ford Fiesta von meiner Schwester. Fahr jetzt bitte nur geradeaus, die Flecken kriegst du nicht mehr raus. Im Ford Fiesta, im Ford Fiesta, im Ford Fiesta riecht es irgendwie nach Gummi. Kann es sein, dass der Motor seltsam klingt? Wo kommt denn plötzlich aller Rauch her? Und was heißt es, dass die Anzeige da blinkt? Ich fahr den Wagen hier rechts ran, wo's nicht das Rost so brennen kann. Daumen raus und gute Fahrt. Und falls die Polizei kommt oder irgendjemand fragt, der Ford Fiesta ist von meiner Schwester. Sie war das wirklich ganz allein. Ich hab nicht mal den Führerschein. Und in den nächsten Urlaub fahren wir mit dem Toyota Corona von Opa und Oma. Packung Merci und lieber Blick, that's what I call Enkeltrick. Der Toyota Corona von Opa und Oma.